wird das jetzt ein Roadtrip. Aber immerhin sind die Bikes noch dabei. Kann sie jederzeit rausholen und weiterradeln. Eine moderne Art, ein Kamel zu bewegen, oder? Ich wollte hier einen Trail fahren. Das ist eine Teerstraße. Wo ist mein Mountainbike? Ja, ich weiß nicht, was ich hier brauchen könnte. Ich glaube, wir könnten es hier nicht brauchen. Im Wadi Gouvert. Das ist ein bisschen feucht. Was war das? Okay, ich gehe woanders. Ein tolles Wadi. Geht auch ohne Sonne. Geile Farben. Wuhu! Sind wir bald da? Ich glaube, wir kommen nirgends an. Wir müssen einfach wieder zurückgehen. Also runter kommt man schon, aber rauf weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob es dabei ist. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach da hängen, dann kommen wir auch wieder zurück. Ich glaube, er hält in die richtige Richtung. Man kann einfach rutschen. So tief ist es ja nicht. So, ich hoffe, das Seil ist nachher noch da. Irgendwo hinter dem Baumstamm geht es hoffentlich weiter. Und wo führt das Seil hin? Ach so. Ist ein bisschen kurz. Lass mal runterhängen. Wie weit geht das? Ja, super. Das Seil macht mir ja keinen so super tollen Eindruck. Ja, alles klar. Aber der Schwanz muss hier bleiben. Tja, und nun? Es ist leichter, wenn man 2 Meter groß ist. Ja. Footage oder Hilfe, Claudia? Nee, Füße nicht mehr, das muss jetzt alles an den Armen hängen. Wie, hat es keinen Spaß gemacht? Ja, doch. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie ich da wieder raufkommen soll. Ja, das Problem lösen wir, wenn es soweit ist. Genau. Das Ding wird spannender als gedacht. 4 Meter Wasserfall, aber ein Seil hängt nicht drin, oder? Ja, mei. Runter könnte man schon springen, das ist einigermaßen weiches Zeug, aber da kommen wir nie wieder rauf. Das ist auch noch so ein richtiger Überhang. Rauf geht da nichts mehr. Es wird wohl nichts mehr. Umkehrpunkt. Aber es war eigentlich auch schon ganz schön hier. So, wir haben jetzt einen Picknickplatz. Ja. Bitte dank dem Picknickplatz. Roadtrip. Wo ist mein Mountainbike? Roadtrip. Mountainbike, Mountainbike, Mountainbike.
Ich glaube, es liegt da hinten drin. Draußen ist Sturm und es hat 4 Grad. Die Landschaft ist nicht so spannend. Okay, wir bleiben mal im Auto. Aber nur unter Protest. Du siehst irgendwie verfroren aus. Kann das sein? Mit dem ist ein Schneesturm. Gegen die Tischdecke sagst du nichts, oder? Das ist wieder, glaube ich, eine aufgeschnittene Mülltüte. Können wir auch mal wieder in ein nettes Hotel gehen? Ich protestiere gegen dieses Wetter. Ist doch kein Bikeurlaub. Ein bisschen runterkommen hier vom Berg. Also wir fahren jetzt von 1300 sind wir hier, oder? Auf minus 400 runter. Okay, das ist das erste Wadi hier. Endlich doch heute der Tag zum Wadi-Wandern. Das ist bei dem Flood Canyon, das ist kein Spaß. So, nächstes Wadi. Ich glaube, ich buche uns jetzt ein Appointment im Spa. Scheiße. Gehen wir jetzt im Wadi wandern oder was? Doch super! Scheint die Sonne. Wir jetzt baden oder wie? Ja, ist in einem toten Meer planschen. Aber Action! Wo ist yes. Mein Mountainbike? Das ist hier eine Salzschlucht. Oder ist das Fels? Magst du ein bisschen Salz haben? Ich glaube, die Salzwand ist 2 Meter hoch. Das ist eine Salzschlucht. Wenn wir schon nicht in das richtige Wadi können wegen Schlammlawine, dann gehen wir halt durch Salzwadi. Das sind irgendwie meterdicke Salzschollen, ein bisschen Sand drauf. Aber Sand ist es nicht, das weißt du. Du freust dich über ein bisschen Salz oder was? Ja, ich habe voll viel Salz eingepackt. Ich weiß nicht, ob man das darf. Wenn ich werde den Rauschgifthandel irgendwie fressen. Ja, ja. Sieht voll aus, als hätte ich Koks dabei, oder? Ich will mein Mountainbike. Heute mal archäologische Steine klettern. Du kein Respekt vor den römischen Säulen oder was? Voll den Respekt. Okay, dann geht's ja. Wir berichten live aus dem South Theater in Cherash. Nein. Nein? Nein. Wo ist mein Mountainbike? Hast du auch noch einen anderen Text? Nein. Ja, ob das die Römer schon gespielt haben. Die Säule wackelt. Der Guide hat gesagt.
Ja, die Römerrolle. Zu Hause verkaufen sie das Black Roll. Ja. Nein, über meinen Kopf hebe ich es nicht. So viele Treppen in der Mann. Muss man jetzt schon wieder Kultur machen? Ja. Weißt du, wo mein Mountainbike ist? Die Claudia kackert schon wieder bei die Römer rum. Und meinst du, dieses dünne Ding da oben ist stabil? Wackelt die auch? Ich hoffe, die wackelt nicht. Da waren die Stufen mal nicht. Kettler, du hast keinen Kuhfuß gekauft. Bei Golab in Jordanien oder was? Ich glaube, ein Eiskratzer ist nicht im Mietauto. Radeltour aus dem Auto raus oder was? Ja. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Mann, ich hab's mal wieder geschafft. Natürlich, wenn man das Nähzeug nicht dabei hat. Mhm. Gott, das ist ja ein Mörderloch. Puh. Ich glaube, da wollen wir gar nicht anfangen, oder? Ja, große Wahl haben wir ja nicht. Den Schlauch einziehen. Ja, da musst du auch von innen was dagegen wurschteln. Ein bisschen mit tollem blauen Zeugs einschmieren. Ich habe keine Ahnung, warum das einfach immer blau ist. Was ist denn das? Wo ist die ganze Dichtmilch hin? Ich glaube, die ist gerade rausgeflossen. Also so, so hält's mal. Ob man jetzt damit fahren kann, wird sich gleich herausstellen. Letzter Trail vorbei. Kettle, ich mag unseren Finisher Cake. Ist der da drin? Ja. Ich hoffe es doch. Ich hoffe, er ist noch nicht zermatscht. Ja. Oh, 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 geil. So kann eine Bike-Tour aufhören. Ja, arabisches Finish. Oh.
Schmeckt wenigstens. Stielecht im Auto, weil es draußen schon zu kalt ist. Wieder im Toten Meer. Ja, aber wo ist mein Mountainbike? Ja, im Auto. Aber guck mal, das ist total cool hier. Das ist ein türkisblaues Wasser. Das hast du gerade voll in die Kamera reingelangt. Ich dachte, die ist auf der. Cut.